Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FC 25 FC Bayern München Karriere. Heute mittlerweile schon die 10. Folge von diesem sehr, sehr coolen neuen Projekt hier auf dem Kanal. Und heute eine echte Hammerfolge mit Halbfinale im Pokal, Top-Duell im Duell um die Meisterschaft gegen den BVB und dann haben wir auch noch Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League. Noch dazu haben wir zwei Simulationen in der Bundesliga gegen St. Pauli und Augsburg am Start. Also es wird definitiv eine hochspannende Folge und ich hoffe, ihr lasst auch heute wieder Support da. Denn sollte euch das Projekt nach wie vor gefallen, zeigt mir das doch sehr, sehr gerne mit einer positiven Bewertung, also einfach den Daumen nach oben da lassen, gerne den Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online kommt und ihr verpasst dann nichts mehr. Ansonsten gerne auch Kommentare schreiben, denn in der heutigen Folge wollen wir über die Linksverteidigerposition sprechen. Kurzer Disclaimer vorneweg, bevor wir gleich in die Action reinstarten, diese Folge hier heute ist vorproduziert, bedeutet, ich kann auf die Kommentare der letzten Folge noch nicht eingehen, das wird dann aber definitiv in der nächsten Folge nachgeholt und dann werde ich auch euer Feedback zu den Innenverteidigern, die ich so vorgeschlagen habe, sehen. Heute geht es eben um hinten links, wo wir mit Rafael Guerreiro, den Portugiesen, am Start haben und mit Davis, ein Spieler, wo wir immer noch nicht wissen, ob er im nächsten Jahr noch bei uns ist. Denn bekanntermaßen läuft der Vertrag von Davis am Ende dieser Saison aus und Real Madrid war zumindest in den letzten Jahren sehr, sehr kurz davor, sich schon mit Davis handelseinig zu sein. Entsprechend müssen wir da leider noch abwarten, was am Ende des Tages passiert, ob er bleibt oder ob er geht. Dennoch müssen wir uns darauf vorbereiten, dass er gehen könnte und deshalb brauchen wir schon mal eine Wunschliste. Und bis jetzt haben wir hier auch schon einige Spieler gesammelt von euch, wie aber schon in der letzten Folge werde ich diese Liste jetzt einmal runterbrechen auf die Spieler, die ich persönlich wirklich interessant finde. Runterbrechen ist dabei aber definitiv das falsche Wort, denn es werden eher mehr Spieler als weniger. Wir haben jetzt Ian Marzen, Trophäe, Netz, Garcia, Gutierrez, ein Nuri, Zinchenko, Theo Hernandez, De Kuyper und auch bei den Rechtsverteidigern noch einen Namen, nämlich den guten Cambiasso, der ist nämlich auch Linksfuß. Ihr habt die Namen für die Linksverteidigerposition jetzt schon mal gehört, wir starten jetzt aber erstmal rein mit einer Simulation gegen St. Pauli und lassen die Spieler erstmal durchscouten. Gegen Ende der Folge werden wir dann nochmal im Detail drüber sprechen und dann ist, wie gesagt, wie schon in der letzten Folge bei den Innenverteidigern vor allem eure Meinung gefragt, wer wird euer Wunschspieler? Denn ganz ehrlich, hinten links finde ich fast noch schwieriger als Innenverteidiger Position, aber dazu werden wir nachher kommen. Jetzt hoffe ich erstmal, dass wir souverän reinstarten. Nach einer Länderspielpause empfangen wir zu Hause St. Pauli und holen den nächsten Erfolg 3:1. Druck damit beim BVB. Die müssen vor dem Topspiel, was dann jetzt ja auch bald ansteht, davor haben wir gleich noch das Spiel gegen Augsburg, aber erstmal nachziehen. Der BVB zieht aber nach und somit ist es nach wie vor nur ein Punkt, den wir vor den Dortmundern stehen. Also es ist wirklich richtig geil, wie spannend es auch in der Liga ist. So, und dann sind wir jetzt am 1. April angekommen und ich hoffe, dass wir endlich unseren ersten Scouting-Bericht empfangen werden. Bitte sei nicht für die ganze Karriere verbuggt. Let's go, wir haben unseren ersten Scouting-Bericht und holy shit, wie scheiße sind die denn? Und wieso weiß ich denn gar nichts über das Potenzial? Ist das normal? Habe ich das in den Einstellungen so vorgenommen oder ist das standardmäßig so? Also ist das allererste Mal, dass ich mir hier den Scouting-Bericht ansehe. Ich kann direkt mal sagen, ja okay, die sind halt extrem jung, ne? Ja komm, wir nehmen einfach mal alle für Simulationszwecke zu Testzwecken mit. Köhler, Meier und Schröder. Gucken wir doch mal. Jetzt haben wir nämlich auch einen Blick aufs Potenzial. Der ist einfach 1,52, ist aber halt auch 13. Wird aber tendenziell es nicht schaffen, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Besser sieht da schon Markus Schröder aus. Der ist halt aber auch schon 17. 56er Gesamtrating ist okay, aber wenn das Potenzial Richtung 88 geht, warum denn nicht? Ist aber jetzt auch kein Megatalent. Und der letzte war dieser Meier hier. 14 Jahre, 40er Gesamtrating. Das ist, glaube ich, schon echt bodenlos. Kann nichts außer ein bisschen rennen. Also ich denke, von denen ist höchstens der Schröder halbwegs interessant. Aber wieso sehe ich das Potenzial nicht? Haben die das jetzt so geändert? Ich fände es nicht schlecht, aber es wundert mich ein bisschen. Ja, in den Einstellungen habe ich dazu nichts gefunden. Ist jetzt aber auch völlig nebensächlich. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ich da oder worauf ich einfach achten muss. Wir gehen jetzt direkt nämlich rein in den DFB-Pokal gegen Hoffenheim und das wird schon richtig hart hier im Halbfinale. Die Jungs aus Sinsheim stehen in der Liga ja auch nicht verkehrt da und das Hinspiel in der Liga, das Rückspiel findet erst am 34. Spieltag statt, das haben wir nur 0:0 bestritten. Das war diese Phase im Januar, wo wir, ich glaube, dreimal in Folge 0:0 gespielt haben. Ganz, ganz verrückte Nummer und ich bin gespannt, was es heute werden wird. Pokalatmosphäre für mich immer die geilsten Spiele, also Champions League Halbfinale gegen Real Madrid, das ist größer, das ist klar und
würde mich sehr freuen, wenn wir sowas in dieser Karriere erleben. Aber Pokal-Halbfinale und auch wenn es nur Hoffenheim ist, ich liebe diese Stimmung. Ich liebe diese Stimmung im Pokal. Und natürlich mit Harry Kane haben wir da auch jemanden vorne dabei, der ganz gut unterwegs ist. Aber ich glaube, die Tore, die wir jetzt da gesehen haben, da war Julian Brandt ganz vorne. Ja, vielleicht war Harry Kane da auch schon ausgeklammert, weil der Mann einfach komplett unfair ist. Wir werden es erfahren, ob er heute wieder treffen wird. Ich hoffe es natürlich und dann gucken wir jetzt auch gleich auf die Mannschaften. Bei uns, ja, vielleicht eine Überraschung. Wir sind zurück im 4-2-2-2. Das ist, denke ich, keine Überraschung. Aber hinten rechts wird heute Stanisic starten. So viel sei schon mal vorweggenommen. Ja, und dann Oliver Baumann. Mal gucken, was der in der Realität jetzt für Deutschland so reißen wird. Soll ja zu seinem Debüt kommen. Bin sehr gespannt. Und auch auf Nübel bin ich bei Deutschland in der Realität gespannt. Das ist unsere Mannschaft. Davis und Stanisic hier. Oder sowieso immer rechts und links ist irgendwie vertauscht in dieser Formationsansicht, das checke ich nicht, die Flügel standen auch falsch rum, aber ihr wisst ja, Davis, Sané links und rechts dann eben Stanisic und Olise. Alle Jungs sind soweit fit, das ist schon mal nice und das hier ist die Fünferkette von Hoffenheim, 5-2-1-2, das wird wahrscheinlich richtig ekelhaft. Und dann geht es rein, ein erstes von drei ganz, ganz großen Spielen in dieser Folge, also die Folge, die hat es echt in sich. Und ich hoffe, dass wir hier heute den Einzug ins Pokalfinale nach Berlin fix machen können und damit die Chance aufs Triple natürlich auch hochhalten. Lise, Hoffenheim steht eher hoch hier in den Anfangsminuten. Geht er vielleicht was über Olise, der bringt ihn durch auf Harry Kane, der dann mit links Baumann ein erstes Mal testen kann. Der ist aber zur Stelle. Und das gibt die erste Ecke für Joshua Kimmich Richtung Stanisic. Zweiter Ball vielleicht nochmal gefährlich. Hinten Pavlovic. Ja, schade. Musiala für Alphonso Davies. Versucht das Ding in die Mitte zu bringen Richtung Harry Kane. Hoffenheim steht natürlich erstmal verdammt souverän mit dieser Fünferkette. Aber ich glaube, früher oder später werden wir auch dieses Defensivkonzept schon zu knacken wissen. Kimmich Ecke ist gut. Pavlovic ist es. Und dann Baumann wieder stark. Nächste Ecke von Kimmich, Upamecano. Baumann hat hier schon in der Anfangsphase mächtig was zu tun. Und jetzt kommt Hoffenheim ein erstes Mal. Junge, 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 da müssen wir halt wach sein. Zum Glück ist, ich glaube, Upamecano da und hat noch den Fuß dran bei diesem ersten Abschluss. Der Sinsheimer, Kramaric war es natürlich. Anschließende Ecke, nicht ungefährlich. Zweiter Ball, Achtung, dritter Ball. Und dann ist er erstmal raus aus der Gefahrenzone. Und sie jetzt mal hinter der Kette von sie für Kane. Es ist Pause in München und was sollen wir sagen? Hoffenheim steht halt einfach mit 7 Mann da hinten im eigenen 16er und lässt uns keine Räume. Wir müssen eine Lösung finden, aber ich weiß gerade noch nicht so ganz, wie die aussehen soll. Okay, es könnte jetzt Vogelwild werden. Also sowas Offensives habe ich glaube ich noch nie in meinem Leben hingestellt. Wir werden jetzt auf jeden Fall versuchen, alles auf Tore schießen zu setzen. Wir spielen im 4-3-2-1 ist es, glaube ich. Und ja, mehr oder weniger ist es im Ballbesitz ein 4-1-4-1-System. Zusätzlich mit offensiven Außenverteidigern gegen den Ball bringe ich eigentlich alle Offensivspieler in die Mitte, weil Hoffenheim sowieso mit einer Fünferkette spielt. Man spielt ihn durch. Da ist die Lücke. Davis. Also wir haben jetzt extrem viele Spieler vorne, aber so ganz offensiv wollen die sich auch nicht positionieren. Guckt euch das an. Das ist genau die Scheiße, die mir bis jetzt an diesem Spiel so überhaupt nicht gefällt. Da hat mir viel gefehlt. Dass man extrem offensive Rollen vergibt, die aber einfach sich nicht offensiv positionieren. Halbes Bein im Abseits, schade. 10 Minuten nur noch. Also ich habe echt das Gefühl, ich verschwende hier meine Zeit. Hoffenheim lässt nichts zu. Taktische Umstellung hat jetzt hoffentlich mal funktioniert. Aber, ja, das Ergebnis auf dem Feld ist bis jetzt noch nicht so dolle. Nächste wieder für Bowie. Der macht richtig Meter da, unser Rechtsverteidiger. Aber der braucht halt jemanden, der mal in den Strafraum kommt und dann sich da anbietet. Das kann doch nicht sein, dass Harry Kane auf Anspielstation da sich nicht anbietet. So, und jetzt haben wir ein dickes Problem. Jetzt haben wir ein richtig dickes Problem hier hinten. Und jetzt kommt Hoffenheim. Jetzt kommt Hoffenheim. Abschluss. Neuerster. Nämlich nochmal ein hoher Ballgewinn. Komm. Jetzt irgendwie Leroy Sané. Aber guckt euch das an. Diese Überzahl
der Hoffenheimer in ihrer letzten Linie ist halt einfach nur krank. Und guckt euch unsere Strafraumbesetzung an. Das ist scheiße, EA, ganz ehrlich. Also wenn das nicht mal langsam besser wird, das kann doch nicht wahr sein, dass in keinem anderen System außer 4-4-2 irgendjemand in Strafraum geht. Das kann doch nicht sein. Und sorry, ja, okay, vielleicht ist Anschlussstation nicht die beste Rolle für den Stürmer, um sich im Strafraum anzubieten, aber guckt euch mal ein normales Fußballspiel an, dann steht da ja auch noch nicht nur der Stürmer. Ja, somit geht's in die Verlängerung. Es macht mir hier komplett wild, diese Partie. Was ist das hier für ein Fußballspiel, was ich mir angucken muss? Wir wechseln. Guerrero kommt rein für Alphonso Davies, weil der nicht mehr kann. Nice, Bowie. Bowie, jetzt mal Harry Kane in der Mitte gefunden. Der Block ist aber auch nicht schlecht. Und hinten ist es halt, ja, da ist Polen sozusagen offen. Der Ball von Olise für Musiala. Musiala. Wo ist der Mitspieler? Ey, ich raste hier gleich aus. Ich habe jedem meiner Spieler gesagt, er soll sich möglichst offensiv positionieren. Keiner macht nach vorne irgendetwas. Ich werde in der Pause gleich auf jeden Fall nochmal wieder die Taktik verändern. Das hier ist gerade großer Quatsch. Ich glaube, wir wechseln dreimal. Ja, so müsste es sein. Tell, Gnabry und Müller kommen in die Partie. 4-4-2. Wir brauchen ein Tor. Ich habe keinen Bock auf Elfmeterschießen gegen Hoffenheim. Okay, Kimmich, das war in der ersten Halbzeit doch schon mal knapp. Und es ist jetzt wieder knapp. Upamecano. Dann spielen sie da auch wirklich noch durch den eigenen 16er. Ist das krank. Ich sehe Tell. Tell. Matthias Tell. Kommt da irgendwie an den Ball. Guerrero hat die Idee. Schlechter Pass, schlechtes Timing. Hey, wir müssen ins Elfmeterschießen. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Das ist doch unfassbar. Hat Hoffenheim in dieser Partie irgendetwas geleistet, außer hinten rumzustehen? Geisteskrank, ja. Respekt an Hoffenheim. Wir haben es geschafft, in 210 Minuten gegen uns kein einziges Tor zu kassieren. Haben auch keins geschossen, hatten auch keine Chance, das Tor zu erzielen. Aber trotzdem, muss man ihn ja lassen. So, und jetzt ist es ein Coinflip. Und wer die HSV-Karriere verfolgt hat, der weiß... Elfmeterschießen gegen Hoffenheim, da war doch was. Erster Schütze, Kimmich. Und wir haben einen Ball im Netz in dieser Partie. Kramaric ganz, ganz sicher vom Punkt. Naja, ahnt die Ecke, aber das Ding ist zu souverän. Müller mit dem nächsten. Thomas Müller, sehr, sehr souverän. Erneute Bayern-Führung. Berisha ist der nächste Schütze, eiskalt in die Mitte. Manuel Neuer kommt als nächstes, schießt selbst. Manu gegen Baumann, auch der in die Mitte. Und jetzt ist es Nuni Madueke, jetzt nächstes schießt. Jetzt nehme ich die andere Ecke, ist doch unfassbar. Ich habe kein gutes Gefühl. 3-3, noch zwei Schützen pro Team. Olise ist der nächste für die Bayern. Oh, irgendwie reingezittert. Jetzt gegen Jurasek, was macht der? Mann, Digga, nein, ich werde keinen halten. Ich werde keinen halten. Und der wird jetzt daneben gehen von Serge Gnabry, dem Ex-Hoffenheimer. Ein Jahr per Laie in Sinsheim. Alles klar, wir sind raus aus dem Pokal. Denn Stach wird jetzt das Ding machen. Gut, gut. Beenden wir die Folge. Beenden wir an der Stelle die Folge. Hoffenheim im Pokal. Wahnsinn. HSV-Karriere in FC24, Pokalfinale verloren, Halbfinale Bayern auch verloren, kein einziger Schuss und am Ende kommen die weiter. Ich fasse es nicht, ich fasse es nicht. Fußball ist so brutal, unglaublich, ja, Wahnsinn. Folge gelaufen, egal was jetzt noch passiert, das Ding ist durch. Die Saison ist vorbei, das war's für mich. Jetzt ist mir auch alles scheißegal. Wenn wir jetzt Bayern das Triple nicht gewinnen können, dann ist es eine schlechte Saison. Es ist eine schlechte Saison. Unfassbar. Unfassbar. Der Pokalfluch der Bayern, er geht weiter. 2,4 zu 0,3 XG. Hoffenheim zieht im Elfmeterschießen weiter. Ich wusste von vornherein, dass wir das Ding verlieren werden. Ich wollte um alles nicht in dieses Elfmeterschießen. Mir war völlig klar, es wird scheitern. Und ja, wir scheitern gegen Hoffenheim. Jetzt haben wir auch noch die Chance auf ein richtiges Kackfinale, wenn Dortmund es nicht mal schafft. Wahnsinn. Wir hatten die Chance aufs geilste Finale überhaupt und wir haben jetzt die Chance aufs beschissenste Finale überhaupt. Hoffenheim gegen Wolfsburg. Super. Geisteskrank, das hier mir angucken zu müssen.
Hoffenheim im Finale. Wie gesagt, Saison für mich gelaufen. Klar, wir können die Bundesliga gewinnen. Wir können vielleicht sogar die Champions League zu Hause gewinnen. Aber ganz ehrlich, was bringt uns das? Wir haben das Triple verpasst. Wir haben wieder es im Pokal nicht geschissen bekommen. Wow. Unfassbar bitter. Gut, wir machen weiter. Wir konzentrieren uns auf die verbleibenden Wettbewerbe. Aber wie gesagt, für mich diese Saison schon gescheitert. Schon gescheitert, weil du es nicht hinbekommen hast, gegen so eine Kackmannschaft da irgendwie dich weiterzukämpfen. Und ja, ich habe jetzt schon ein schlechtes Gefühl gegen Atalanta Bergamo. Das könnte genau so weitergehen. Die werden nämlich auch richtig ekelhaft spielen, da bin ich mir sicher. Noch geiler wäre es jetzt nur gewesen, wenn Wolfsburg auch noch ins Finale gekommen ist. Aber zum Glück schlägt der BVB und die machen es auch richtig, gewinnen sogar 4-0. Also ich drücke zu 1000% dem BVB die Daumen. Wenn Hoffenheim den Pokal gewinnt, ey, dann können wir echt eigentlich als Trainer zurücktreten. Ja, ihr merkt schon, der Bruch ist absolut da. Ich hoffe, wir können uns da jetzt noch ein bisschen rauskämpfen in dieser Folge, aber ja, das wird ja bleiben. Wir werden im Pokal keine zweite Chance mehr in dieser Saison bekommen, müssen da warten bis zum nächsten Jahr. Und für mich persönlich ist ein Champions League-Titel, natürlich ist der enorm viel wert, aber wenn du es dann nicht schaffst, im Pokal irgendwie gegen so eine läppische Mannschaft aus diesem Kuhdorf zu gewinnen, ja, dann wird es halt auch schwierig mit einem Triple. Und ja, wenn man die Champions League gewinnt, dann darf eigentlich sowas nicht im Wege stehen. Entsprechend habe ich auch nicht das Gefühl, dass wir die Champions League gewinnen können, weil wir eben im Pokal nicht weitergekommen sind. Wird das auch verdammt schwierig. So, jetzt erstmal Augsburg. In der Liga ist es ja auch noch extrem eng. Kann auch sein, dass wir nicht Meister werden am Ende des Tages und der BVB Doublesieger wird in Deutschland. In der Champions League sind sie ja in der letzten Folge gegen Real ausgeschieden. Triple werden sie somit nicht mehr holen. Wir gewinnen immerhin im bayerischen Duell gegen Augsburg 2-0 durch Musiala und Sané. Oh, und der Artikel, der passt doch ganz gut. Von Fabrizio, zuverlässigen FC Bayern München Quellen zufolge könnte Kompany wohl auf der Kippe stehen. Lässt sich der Job noch retten oder steht das aus vielleicht schon fest? Ne? Holt sich das Triple und direkt bist du raus bei den Bayern, so ist es halt. Um unseren Job noch zu sichern, da braucht es heute einen Erfolg und das müssen wir in 3 Tagen dann gegen Dortmund auf jeden Fall auch wiederholen. Jetzt aber erstmal die Champions League. Viertelfinale Atalanta Bergamo, eine Mannschaft, die wir bereits aus der Spielerkarriere kennen. Beispielsweise, ich glaube, in der gestrigen Folge haben wir gegen die gespielt. Dort allerdings schon in der Zwischenrunde. Hier sind wir schon ordentlich weiter. Es ist das Viertelfinale. Beide Mannschaften wollen natürlich die Champions League-Hymne noch 4 weitere Male nach diesem heutigen Spiel hören und ins Finale einziehen. Die Chancen stehen dafür wahrscheinlich für uns etwas besser als für Atalanta. Dennoch wollen wir die nicht unterschätzen und deshalb werden wir auch das Hinspiel hier heute wieder auf Ultimativ spielen. Das Rückspiel zum Beginn der nächsten Folge plane ich dann auf Legende zu spielen. Schauen wir mal, aber da könnt ihr mir auch nochmal gerne Feedback in den Kommentaren da lassen, ob Atalanta Bergamo, die ja immerhin im Euroleague-Finale Leverkusen komplett dominiert haben und so richtig auseinandergenommen haben, taktisch gesehen, ob die für euch schon ein Team sind, auf welchem, gegen das man beide Spiele auf Ultimativ spielen muss. Ich finde, auswärts passt das eigentlich ganz gut gegen solche Teams wie Aston Villa und auch Bergamo Calcio, weil die eben auswärts nochmal ein bisschen schwieriger ist, auswärts immer schwieriger. Und wir sehen heute eine Dreierkette. Bin ich mal gespannt, ob die Dreierkette bei denen funktionstüchtig ist oder ob das ja eher wieder so ein Ding wird wie beispielsweise bei Leverkusen. Das war ja bis jetzt nicht so gut. Was aber auch ganz klar ist, die Fünferkette von Hoffenheim, die war überragend. Und entsprechend hoffe ich, dass sie vielleicht hier nicht so ganz auf Fünferkette spielen. Also wenn unsere Jungs ungefähr so viel Wut in sich tragen wie ich, dann schießen wir uns heute hoffentlich richtig mal den Frust einfach weg. 4-2-2-2, ihr kennt das Ganze. Unser System Guerrero heute wieder hinten rechts ist irgendwie der Spieler, dem am besten gefällt. Zumindest wenn wir nicht komplett offensiv spielen wollen, ist er schon sehr, sehr sinnvoll da vorne. Und jetzt geht es dann rein ins Champions League Viertelfinal Hinspiel. Anstoß, rein geht's in die Partie. Ich hoffe auf eine Reaktion unserer Mannschaft. Denn natürlich, das Pokal aus tut verdammt weh. Wir wollen Tore sehen, wir wollen wieder aus dem Loch rauskommen. Gelegenheit, aber gleich für Bergamo Calcio. Also es ist ja unfassbar. Wollen wir an der Stelle einfach das Ding zumachen? Ich glaube, es ist das Beste für alle Parteien. Scamacca macht es 1-0. Blitzstart von den Calcioneris. Also Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Katastrophe. Wir spielen nicht, wie eine Bayern-Mannschaft spielen würde. Das ist einfach nur erbärmlich hier wieder.
Wahnsinn, peinlich sowas hochzuladen, einfach peinlich. Ja, wunderbar, nach nicht mal 5 gespielte Minuten ist schon wieder der nächste Bruch am Start. Das fühlt sich verdammt gut an und das macht natürlich Hoffnung, dass wir hier rausfliegen. Super. Musiala, Olise, Olise, schön gemacht, Olise bedient Harry Kane. Alles klar, ich verstehe schon EA, ich verstehe schon, dass hier heute wird eine torlose Nummer. Alles klar, ohne Olise wird es natürlich nochmal ein bisschen einfacher. Danke dafür. So, Harry, was machen wir hier draus? Auch nichts, alles klar, danke dir. Das ist die Gelegenheit für die Heimmannschaft. Wir sind schlecht. Nächster Abschluss von Atalanta Bergamo. Bei uns steht alles offen. Die dürfen sich bedienen, wie sie wollen. Können sich alles aus dem Schrank nehmen. Und ja, bei Bergamo ist alles abgeschlossen. Noch dazu spielen wir solche Pässe von Joshua Kimmich. Also ja, das hier ist echt eine super Partie bis jetzt. Nächste Gelegenheit hier zu erhöhen. Neuer ist der Letzte, der noch was dagegen hat. Wir legen uns die Dinger dann aber auch einfach selbst rein. Der ja, Mann aus der deutschen Jugend, ich glaube für Berlin und RB gespielt, kriegt das Tor geschenkt. Wir können hier eigentlich in der Kabine bleiben, denn das hier heute, das wird sehr, sehr böse ausgehen. Ja, Upamecano, super Idee gewesen, Guerrero noch bessere Idee gehabt. Und ja, 2-0. Alles klar, wunderbar. Dann war's das für diese Saison. Die Null in der Sache der Titel können wir uns, glaube ich, schon mal eintragen. Denn wenn es nur ansatzweise so weitergeht in der nächsten Partie gegen Dortmund, dann wird es auch dort die Niederlage geben. Und davon werden wir uns dann auch in der Liga nicht mehr erholen. Also wirklich ganz, ganz großartig. Diese Folge hier heute macht extrem viel Spaß. Alfonso Davis, aber nein. So, letzte Aktion vor der Pause. Dann haben wir schon die Hälfte von dieser Demütigung hier heute geschafft. Und die zweiten 45 Minuten, ja, die versuchen wir dann einfach nicht zweistellig zu verlieren. Wir halten zur Pause fest. Sobald der Gegner eine Fünferkette anrührt, brauchen wir das Spielfeld gar nicht erst zu betreten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr gegen Fünferketten macht. Also ich finde einfach kein taktisches Mittel, wie man da irgendwie Überzahl in der letzten Kette erschaffen soll, da ja gefühlt nie irgendein Spieler in irgendeiner Formation mal nach vorne geht, sondern immer nur auf seiner Position stehen bleibt. Also ich bin da mittlerweile wirklich überfragt und habe immer mehr Fragen ans neue Taktiksystem. Ich stelle mir immer mehr die Frage, ob das wirklich gut ist. So, dass die Null heute in der gesamten Folge stehen bleibt, das beweisen wir hier nochmal mit dem zweiten Aluminiumtreffer von Harry Kane. Nachdem ich jetzt Gnabry zur Pause schon für den angeschlagenen Olise gebracht habe, nächster Radikalwechsel oder der erste, er gesagt, das andere ist ja verletzungsbedingt gewesen. Kimmich hat nur Fehlpässe im gesamten Spiel gespielt. Ich glaube, zwei Pässe kamen an, das waren Rückpässe. Der geht raus, Leimer kommt rein. Vielleicht verhindert der ja, dass es hier zweistellig wird. Serge Gnabry für Harry Kane. Kane, immer noch Kane, immer noch Kane. Klar gefoult. Das ist in meinen Augen eine rote Karte, weil Cosunu als letzter Mann da nur in den Gegenspieler hineingeht, der sonst frei durch gewesen wäre. Ja, rote Karte gibt es nicht, stattdessen hier so ein Freistoß, von dem wir uns aber auch nichts kaufen können, da ich Freistöße absolut nicht kann. Und wir haben das dritte Mal Aluminium getroffen. Gibt es noch Fragen zu dieser heutigen Folge? Ich denke nicht. Sané, Kane, ey! Kein Aluminium, Fahne bleibt unten, Anschlusstreffer Bayern. Ja, natürlich ist es hochverdient. Also ganz ehrlich, wir treffen hier dreimal Innenpfosten, beziehungsweise Innenlatte. Der Ball springt jedes Mal raus. Jetzt kriegen wir es immer irgendwie wunderbar gemacht über Musiala und Sané und Kane in der Mitte. Aber trotzdem, diese Folge ist doch wirklich zu heftig. Aber vielleicht kriegen wir es jetzt ja noch gedreht. Vielleicht ist ja noch was drin. Trotzdem, wir müssen verdammt aufpassen. Bergamo hat aus 0,1 Chancen 2 Tore gemacht. Musiala durchgesteckt für Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane, macht ihn. Eigentlich schon komplett verdattelt, muss man ganz ehrlich sagen. Fehlt halt komplett das Selbstvertrauen, um da irgendwie den Lauf durchzuziehen, irgendwie, ja, den schwierigen Abschluss zu nehmen. Nee, da muss nochmal auch wirklich der letzte Verteidiger irgendwie weg und dann macht das mit links natürlich ganz stark der Harry Kane. Ja, schön, dass es jetzt dann funktioniert. Hätte ich gerne auch gegen Hoffenheim gehabt, dass der ein Tor schießt. Aber ganz ehrlich,
Er hatte hier schon so viel Pech. Schön, dass er sich jetzt belohnen kann. Komm, jetzt gehen wir es aufs Ganze. Also jetzt können wir hier das Ding nochmal komplett drehen. Bergamo ist nicht gefährlich. Bergamo ist nicht wirklich richtig gut. Die haben uns halt einfach nur an einem Tag erwischt, an dem wir anfällig sind. Und entsprechend sind wir jetzt zurück und könnten hier vielleicht noch mehr rausholen. Flanke nochmal. Also würde mich auch nicht wundern, wenn wir jetzt hier nochmal die Quittung kassieren und plötzlich nochmal hinten liegen. Davis, Harry Kane, Harry, nochmal Chipball, Musiala, heb den drüber. Ist es überragend gemacht von Jamal. Ist das überragend. 3-2, die Bayern drehen das Spiel komplett. Ich bin trotzdem völlig gebrochen. Ich bin trotzdem so unfassbar gebrochen von der Scheiße, die ich hier heute in dieser Folge schon erleben musste. Und es kommt halt noch ein Spiel, ne? Es kommt halt noch ein Spiel gegen Dortmund. Trotzdem überragendes Tor. Sehr, sehr schön gemacht. Musiala bleibt cool. 3-2. Wir gewinnen noch auswärts bei Bergamo. Denen einfach hinten die Kraft ausgeht und auch so ein bisschen die Konzentration. Aber wir haben es auch einfach erzwungen. Und es ist völlig verdient. Also wir haben dreimal Aluminium getroffen. Ja, es war eine Mentalitätsleistung hier heute mit der letzten Aktion. Holen wir noch die 3 Punkte, den Sieg nach Hause. Haben in der nächsten Folge so mit einem Unentschieden schon die Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Diese Chance wollen wir uns nicht entgehen lassen. 4,5 zu 1,5 XG oder so, also völlig verdient, dass wir da noch gewonnen haben. Trotzdem, die Wut, sie bleibt nach dem Ausscheiden gegen Hoffenheim und nach erneut keiner perfekten Partie gegen Bergamo. Und die Wut wollen wir heute gegen Dortmund im Spitzenspiel nutzen. Der erste aus München empfängt den zweiten aus Dortmund. Ein einziger Punkt liegt zwischen beiden Teams. Die Bayern noch ungeschlagen in der Liga und das soll auch gerne heute so bleiben. Leider nicht alle Spieler fit geworden nach dem anstrengenden Spiel. In der Champions League müssen wir ein wenig improvisieren auf manchen Positionen. Und natürlich spielen wir auch heute wieder auf Ultimativ im deutschen Klassiker gegen Julian Brandt, Adeyemi, Girassi und Co. Der BVB mit dem Vorteil, dass sie bereits in der Champions League ausgeschieden sind und sich entsprechend voll und ganz eine Woche auf diese heutige Partie konzentrieren konnten. Ich hoffe dennoch, dass wir ja einiges entgegenwerfen können. Es wird einfach richtig spannend. Das hier heute könnte wirklich die Meisterschaft entscheiden. Und ja, wir müssen jetzt einfach die letzten beiden Spiele so ein bisschen ausblenden. Sowohl das Pokal aus hier zu Hause, als auch einen nicht idealen Auftritt in der Champions League. Bobby heute rechts, Ito in der Innenverteidigung und links Guerrero. Wir wechseln heute alles so ein bisschen. Wir werden heute Sané über den rechten Flügel nach innen ziehen lassen. Gnabry hält auf der linken Seite die Breite. So zumindest der Plan zu Beginn. Und entsprechend heute ein paar Sachen einfach anders als sonst. Das hier ist der BVB im 4-2-3-1-System. Ganz, ganz klassisch mit Adeyemi, ich denke mal, linker Flügel, Couto rechter und Brandt auf der 10. So sieht's aus. Und Girassi ganz vorne. Auf geht es. Wir wollen zeigen, was wir drauf haben. Und endlich mal wieder richtig guten Fußball spielen. Hoffentlich gelingt das heute im deutschen Klassiker im Halbfinale, im vorentscheidenden Finale um die deutsche Meisterschaft. Noch so kurz noch ein paar Worte zu Ulisse. Sind übrigens wieder 5 Tage. Ich glaube, genau die gleiche Verletzung hatte er schon in der letzten Folge, aber fehlt damit auf jeden Fall hier und heute. Und vielleicht ist er dann im Rückspiel in der Champions League wieder dabei, aber hat natürlich dann auch eine Menge Trainingsrückstand. Müssen wir mal gucken. Jetzt kommt dort die Jemi. Das wird definitiv gefährlich. Upamecano ist aber da gegen den feilschnellen Offensivspieler. Groß gegen Ito. Sehr, sehr gut vom Japaner, der hier heute im Topspiel mal zeigen kann, was er drauf hat. Ihr werdet garantiert schon in der letzten Folge auch Stellung zu ihm bezogen haben, da wir vor allem nach einem linksfüßigen Innenverteidiger suchen. Mit ihm haben wir bereits einen im Kader, aber ich suche halt eigentlich nochmal jemanden, den ich, mit dem ich auch zutraue, mir die Champions League zu gewinnen. Musiala, etwas Platz für Serge Gnabry. Ryerson, gerade in der Realität beim BVB verlängert. Kimmich, guter Ball. Und Bowie steht völlig frei vor Kobel. Super Parade vom Schweizer. Ja, wir machen hier aber einen deutlich besseren Eindruck in den ersten 25 Minuten als der BVB. Bekanntes Problem, niemand steht im 16er. Kimmich, trotzdem mal für Harry Kane. Auf kleinsten Raum geht er da ins Dribbling. Aber das hat halt auch nicht die allergrößten Erfolgsaussichten gegen Benzema, Ini und Nico Schlotterbeck. Für
Guerrero. Jetzt wird's gefährlich. Da laden wir die Dortmunder ein. Er zeigt schon vor der Pause plötzlich der BVB mal in Vorwärtsbewegung. Haben wir so ja eigentlich auch die ganze Halbzeit nicht gesehen. Adeyemi, das hat auch keine Erfolgsaussichten. Ja, wir hätten hier definitiv ein Tor schießen können. Irgendwie, irgendwo. Aber es sind halt wieder die gleichen Themen, die nicht laufen. Strafraumbesetzung, Katastrophe. Ich finde da auch keine Lösung, weil ich kann ja auch da eigentlich nichts einstellen. Und was sollst du machen? 5 Stürmer, also ein System gibt es auch nicht. Trotzdem verändern wir erstmal nichts zu Durchgang 2. Wir haben es nicht schlecht gemacht, aber ja, so die letzte Idee, der letzte Funke, der das Feuer hier entfacht, der war halt noch nicht da. Das Ding von Kimmich für Serge. Nur noch Serge. Und das Ding da irgendwie am Mann. Und Harry Kane, Blitzstart Bayern. Natürlich, Harry Kane. Natürlich. Am Ende steht er so oft scheiße und ist trotzdem der Mann, der hier alle Tore macht. Ich verstehe es eigentlich gar nicht, wie das sein kann. Super gemacht. Leroy Sané, der hinten mithilft. Ich hoffe, ich habe euch die ganze Szene reingeschnitten. Langes Ding von Kimmich. Gnabry, ja, der es unkonventionell löst, aber irgendwie Glück hat. Und Harry Kane, der am Ende des Tages einfach die Tore macht. Obwohl er so viel in meinen Augen auch nicht richtig macht. Das ist natürlich auf die Positionierung jetzt gemünzt, diese Aussage. Das Tore schießen, das kann er wie kein anderer. So habe ich mir den Start vorgestellt in diesem zweiten Durchgang. Und ich hoffe, wir werden da auch weitermachen. Der einzige Spieler, der uns bis jetzt vor Defensivaufgaben gestellt hat, das ist Karim Adeyemi, der hier mal einen Freistoß für den BVB rausholt. Kirassi wird ihn wahrscheinlich einfach raufkloppen. Ja, Zella raus für Serge Gnabry. Gnabry, wieder für Harry Kane. Es wird freudig gewechselt, Adeyemi geht. Hat was überraschend, wie gesagt, fand ich, war der einzige Spieler, der uns hinten vor Aufgaben gestellt hat. Der jetzt aber raus und auch wir wechseln auch an Ex-Dortmunder Rafael Guerrero. Ist die Champions League nicht spurlos vorbeigegangen. Stanisic kommt rein, Ito geht nach hinten links und Stanisic zusammen mit Upa in die IV. Musiala, da spekuliert der BVB, aber Harry Kane wird dann noch von Schlotterbeck eingeholt. Trotzdem Dortmund vorne, da ist irgendwie nicht wirklich was zu sehen. 15 Minuten bleiben noch. Boah, jetzt wird es nochmal gefährlich. Der Ball kommt nämlich durch auf Daniel Malen. Schussfinte und nochmal Schussfinte. Stanisic liegt nur noch auf dem Boden. Neuer ist da und der Ball raus aus dem 16er. Ey, Wahnsinn. Wie ist das kein Tor gewesen? Stanisic wird da doch dreimal rausgenommen. Ja, stark nach vorne verteidigt. Jetzt aber dann auch wieder weg. Es laufen die letzten Minuten in dieser Partie, die eigentlich so einseitig war, aber der BVB kommt jetzt nochmal, die packt es nochmal. Palinha, wieder gewinnt er den Ball, wieder verliert er ihn direkt. Das kann doch nicht wahr sein. 90. Nochmal die Zeit zum Wechseln. Ex-Münchner Sabitzer kommt auf Seiten der Dortmunder. Wir wechseln auch noch viermal, einfach nur um Zeit von der Uhr zu nehmen. Ich hätte auch gerne früher gewechselt, aber der Ball geht in diesem Spiel ja auch nie ins Aus. Nochmal die Gelegenheit für den BVB. Super Zweikampf vom eingewechselten Eric Dier. Wir jetzt einfach nur vorne die Pille in den eigenen Reihen halten, dann werden wir diesen deutschen Klassiker für uns entscheiden und einen riesen Schritt in der Meisterschaft machen. Jamal Musiala, Leon Goretzka, auch der mittlerweile in die Partie gekommen, aber absolut kein Stürmer mehr da. Keine Ahnung, was da los ist. Iren Kunda wollte ich auch eigentlich gar nicht einwechseln, sondern Müller. Aber egal. Egal, wir gewinnen. Wir gewinnen. Was eine turbulente Folge. Also ich bin fix und fertig, aber es ist ein Riesensieg natürlich in der Liga, ein großer Schritt Richtung Titel. Aber soll ich ganz ehrlich mit euch sein, also wenn das so weitergeht, dann weiß ich echt nicht, was ich mit diesem Gameplay anfangen soll, weil wir hatten jetzt hier ein absolutes Topspiel, 3 Schüsse von uns, 2 vom BVB, das ist doch kacke, ihr wollt doch was sehen vom Spiel, ihr wollt doch was sehen und bis jetzt, also sorry. Wir sind vorne scheiße, der Gegner ist noch beschissener, verteidigen ist teilweise so unendlich viel leichter als in FC24. Boah,
Boah, ich weiß wirklich nicht, was ich von diesem Gameplay halten soll. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Rückspiel gegen Bergamo in der Champions League. Unter anderem dann auch noch vielleicht RB Leipzig. Müssen wir mal gucken, wenn wir weiterkommen sollten. Ja, auch definitiv Halbfinal-Hinspiel in der Königsklasse. Aber ich möchte mich mit dem Gameplay jetzt nicht weiter beschäftigen, sondern wir sprechen jetzt nochmal über Transfers. Und wie ihr bereits wisst, wir wollen heute über hinten links sprechen. Digga, es sind noch nicht mal alle durchgescoutet. Was ist das denn jetzt schon wieder? Also diese Folge, ja, nee, Scouting beginnen. Nee, klar, der wurde noch überhaupt nicht gescoutet. Super. Ja, Wahnsinn. Richtig geil. Ja, ich sag euch einfach, was die für ein Gesamtrating haben. Ja, der gute Fran Garcia hat ein 78er Rating und 83er Potenzial. Und ein Nuri, der hat ein 79er Rating, 85er Potenzial. Tut jetzt vielleicht aber auch nicht. Entscheidend zur Sache, sie werden irgendwann gescoutet sein. So, also wir haben hier eine ordentliche Liste. Marzen, Company und er haben bei Burnley bereits ein Jahr zusammengearbeitet. Wäre interessant und hat bei Aston Villa jetzt zumindest noch nicht in der ersten Saison so komplett einen Stammplatz. Muss ich da mit Dinje immer duellieren. Trophäe, sehr interessanter Mann aus Frankreich, in Belgien geboren, aber französischer U21-Nationalspieler. Hat, wenn ich mich nicht irre, im Sommer nur noch ein Jahr Vertrag. Luca Netz, hochinteressant. Deutsches Talent aus Berlin, bei Gladbach immer wieder schwankende Leistungen, aber ich wollte zumindest einen deutschen Spieler hier drauf haben. Fran Garcia bei Real Madrid nicht gesetzt, immer noch ein interessanter Spieler. Leverkusen und Xabi Alonso wollten ihn auch schon mal holen, dann hat aber Real Madrid ihn zurückgeholt. Sollte Davis jetzt zu den Königlichen ausgerechnet gehen, dann würde es natürlich durchaus auch Sinn ergeben, ihn zu holen, denn dann wäre er bei Real nicht mehr gefragt. Miguel Gutierrez, sehr interessantes Talent, war im Sommer schon Thema bei den Bayern, wenn ich mich nicht irre, von der Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison von Girona. Jung, talentiert, warum also nicht? Ein Nuri bei den Wolverhampton Wanderers, mal mit richtig krassen Spielen, mal eher so Durchschnitt, aber auf jeden Fall auch ein guter Spieler, allerdings natürlich auch mit Premier League Tag. Dann haben wir Zinchenko, er und Company, die haben sogar noch ein, zwei Saisons zusammengespielt, wäre mehr so Spielertyp Rafael Guerrero, heißt inverse Außenverteidiger. Sollten wir ein Spielsystem finden, in dem wir nur auf inverse Außenverteidiger gehen, wäre er aber sehr interessant, weil er bei Arsenal, leider muss ich als Arsenal-Supporter sagen, nicht mehr gesetzt ist. Der größte Name ist natürlich Theo Hernandez, im Sommer schon Thema gewesen bei den Bayern, würde übertrieben teuer werden. Entsprechend könnte das ein schweres Unterfangen werden, vor allem sollten wir uns auch nach einem neuen linken Innenverteidiger und vielleicht Florian Wirtz oder Xavi Simons umgucken. Unbegrenzt Geld haben wir hier bei den Bayern nicht, entsprechend wird es schon echt hart, ihn zu verpflichten. Mit Maxime de Kuyper haben wir dann auch noch ein belgisches Talent am Start, wäre vielleicht auch ganz passend, da wir eben mit Company einen belgischen Trainer haben. Und zu guter Letzt haben wir noch Cambiasso von Juventus Turin. Der Mann könnte auch auf einer Schienenposition spielen, hier als Rechtsverteidiger gelistet, aber der ist eben Linksfuß, kann auch hinten links spielen, wäre durchaus nicht uninteressant. Ja, und anders als bei den Innenverteidigern, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich absolut keinen Favoriten. Es gibt ein paar Spieler, die ich ein bisschen cooler fände als andere, aber wirklich einen Favoriten davon kann ich bis jetzt nicht sprechen. Deshalb bin ich sehr auf eure Meinung angewiesen und freue mich da auf eure Kommentare zu lesen, welche Spieler ihr für interessant haltet, welche Spieler ihr für uninteressant haltet und das Ganze dann gerne auch begründen. Und eine Sache, die definitiv feststeht, es ist definitiv schwierig, das Ganze zu bewerten, da wir erstens noch nicht wissen, ob Davis geht oder bleibt und wir wissen auch noch nicht so ganz, in welchem System wir im nächsten Jahr spielen. Also brauchen wir einen offensiven Flügelverteidiger, so wie Davis, oder brauchen wir eher einen inversen Verteidiger, der ins Zentrum, ins Mittelfeld kippt, oder einen Außenverteidiger, der in die Dreierkette im Spielaufbau rückt. Das wissen wir alles noch nicht, deshalb habe ich da auch so ein bisschen einen Mix an Spielern rausgesucht, wo wir sowohl Flügelverteidiger als auch inverse Außenverteidiger am Start haben. Es ist sehr, sehr schwierig, aber ich bin einfach mal auf eure Meinungen gespannt. Damit endet eine hochturbulente Folge. In der nächsten Folge wird es hoffentlich wieder etwas ruhiger, etwas gemütlicher, etwas besser vom ganzen Gemütszustand. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Wir gucken zum Abschluss nochmal auf die Bundesliga-Tabelle, wo wir den BVB jetzt erstmal auf 4 Punkte distanzieren können. Es sind auch nur noch 5 Spieltage zu gehen. Also Meisterschaft, ja, das könnte in diesem Jahr wieder was werden. Im Pokal, da wird es nichts mehr, aber vielleicht ja noch in der Champions League. Bergamo zu Hause nach schwierigem Hinspiel, was wir dann aber doch noch souverän gewonnen haben, oder zumindest gewonnen haben. Souverän ist vielleicht anders, aber wir waren auf jeden Fall
die bessere Mannschaft, hoffe ich, dass wir den Halbfinaleinzug dann auch schaffen. Wer da unser Gegner ist, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kostenlos den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns morgen bei der Spielerkarriere wieder. In 2 Tagen sollte Mittwoch sein. Könnte sein, dass da ein Special-Video kommt. Ihr werdet es sehen. Einfach hier den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr da eine Benachrichtigung. Und ansonsten gerne eure Meinung zur Linksverteidigerposition in die Kommentare. Dann sehen wir uns spätestens in 3 Tagen wieder bei der nächsten Folge der Bayern-Karriere. Bis dahin, macht es gut und ciao.